Als Präsenter Nummer 2 darf ich einen Präsenter aus der Volume 1 begrüßen, Rochus Gratzfeld. Bernhard, herzlichen Dank. Ich fühle Grenzen. Die natürlichen, die ich mag. Moore, Berge, Flüsse, Seen, Ozeane. Die Grenzen meiner Intimsphäre nicht zu verwechseln mit Prüderie oder Verschlossenheit. Die Grenzen der Intimsphären anderer nicht zu verwechseln mit Prüderie oder Verschlossenheit. Die Grenzen anderer Kulturen, anderer Religionen. Die Grenzen zwischen den Geschlechtern und Generationen. Natürliche Grenzen, die ich mag, die ich gerne fühle. Sprachgrenzen, die ich mag wegen der Vielfalt, die sie vermitteln, Dialekte natürlich eingeschlossen, Gewohnheitsgrenzen, die ich mag, der Individualität wegen, die sie vermitteln, sexuelle Grenzen, die ich akzeptiere, gerade weil hier der Spielraum der Grenzenlosigkeit so sicht- und erfahrbar wird. Und die Unnatürlichen. Vor und zurück anstoßen, zurückprallen, vor und zurück wieder anstoßen. Ich fühle Grenzen. Die Unnatürlichen, die ich nicht mag. Die Ungerechten zwischen immer ärmer und immer reicher. Zwischen krasser Kapitalismus, zynisch manifestiert und mit verdreckter weißer Weste verteidigt, zum Hohn und Schutz der Geldmafia. Anstoßen, zurückprallen, vor und zurück, wieder anstoßen. Ich fühle Grenzen. Die Unnatürlichen, die ich nicht mag. Den Europaskeptizismus nationalstaatlich verbrämt, hast du doch die hohe Zeit längst hinter dir, und bleibst nur Felix Austria in einem vereinten Europa. Da hilft kein Rosenkranz, im Gegenteil, und auch nicht beten. Anstoßen, zurückprallen, vor und zurück. Wieder anstoßen. Ich fühle Grenzen. Die Unnatürlichen, die ich nicht mag. Muslime aber natürlich, auch Moscheen natürlich in Istanbul. Und Turkish Delight auf dem Naschmarkt, mach selbst Strachzi. Eine Hand am Busen einer schwarzen Promischönheit, ohne Hirn beide. Anstoßen, zurückprallen, vor und zurück wieder anstoßen, ich fühle Grenzen. Die Unnatürlichen, die ich nicht mag. Die Urteile gegen Proteste im Vektor hoffentlich nicht Land. Die Abschiebgesetze, die junge Menschen in die Selbsttötung treiben. Anstoßen, zurückprallen, vor und zurück, wieder anstoßen. Ich fühle Grenzen. Die Unnatürlichen, die ich nicht mag. Die Rufe nach Recht und Ordnung, nach mehr Polizei, nach denen, die den Umgang mit der Waffe gewohnt sind, die wissen, wie man fast Kinder mit einem Schuss erledigt. Und die kritische Bürgerinnen nachts ohne Durchsuchungsbefehl in Kommandostärke heimsuchen, nur die Kobra hat gefehlt,
In Italien sind solches Anti-Mafia-Einsätze Felix Austria. Anstoßen, zurückprallen, vor und zurück, wieder anstoßen. Ich fühle Grenzen, die unnatürlichen, die ich nicht mag. Die Kürzungen im Sozialbereich, die in schlecht Nachbar großer Bruder Deutschland als Wunderwaffe gegen die Krise gelobt werden, während sich Bankerinnen und Topmanagerinnen fragen, wohin mit dem erspekuliertem Geld. Anstoßen, zurückprallen, vor und zurück wieder anstoßen. Ich fühle Grenzen, die unnatürlichen, die ich nicht mag. Mir wird schlecht, wenn ich an die We Cannot Obama-Ohnmacht denke, die das Todesöl nicht stoppen kann. Mir wird schlecht, wenn ich die Bilder im Kopf sehe, an den Grenzen Europas angetriebener Schwarzafrikanerinnen, denen der runde Ball jetzt Hoffnung geben soll. Und dennoch, ich weiß, wir können über die Grenzen springen. Mein grenzüberschreitendes Mittel ist die Kunst. Grenzenlos, eingegrenzt, ganz ohne Grenzen, der nächste Event der Wandergalerie, dessen Obmann ich bin, findet in Laufen und Oberndorf am 10. Juli statt. Jeweils zwei Kunstwanderungen an drei Stationen. Eine um 10 Uhr in der Früh, für mich in der Früh, und die andere um 16 Uhr am Nachmittag. Wir halten Sie informiert auf der Webpage der Wandergalerie über eventuelle weitere Details oder Modifikationen. Ich sage ganz herzlichen Dank für die fast grenzenlose Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön.